Hi, heute machen wir uns eine Kartoffelsuppe 2.0 aus dem Dutch Oven. Ich sag euch, die wird lecker. Und wenn du wissen willst, wie ich die genau gemacht habe, dann heißt das für dich dranbleiben. Freunde von Nicky Steiner Barbecue und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video. Tja Leute, die Tage werden kürzer, die Nächte werden kälter und so langsam beginnt eigentlich auch wieder die Zeit, wo man sich auf eine schöne, deftige, kräftige, heiße Mahlzeit freut. Und da habe ich mir gedacht, wir fangen mal heute einfach schon mit dem Dutch Oven Gericht an. Wir werden also heute den Dutch Oven in Gebrauch haben und werden uns heute einen richtig geilen Eintopf machen, und zwar eine Kartoffelsuppe. Aber nicht eine Kartoffelsuppe, wie ihr sie kennt oder wie ich sie kenne. Ich habe übrigens mal hier oben in die Infokarte, packe ich mal meine Kartoffelsuppe rein, die ich bereits schon mal abgedreht habe, mit richtig schönen Bockwurst drin. Die war schon mega geil, aber das geht noch eine Spur besser, sage ich mal. Und daher sage ich jetzt einfach mal dazu, wir machen heute mal eine Kartoffelsuppe 2.0. Alles, was ich für diese Kartoffel oder was wir für diese Kartoffelsuppe brauchen, das steht schon bereits hier bei mir auf dem Zutatentisch. Und das schauen wir uns mal in Ruhe an. Ja, als Zutaten für unsere Kartoffelsuppe brauchen wir ein paar schöne geräucherte Mettenden. Da habe ich jetzt hier so 8 Stück. Wir brauchen ein schönes Stück geräucherten Speck. Wir brauchen weiterhin natürlich für eine Kartoffelsuppe auch ein paar Kartoffeln. Da habe ich jetzt hier so ein gutes Kilo. Wir brauchen 1-2 Zwiebelchen. Wir brauchen eine Knoblauchzehe, eine Petersilienwurzel, ein Stück Knollensellerie, ein bisschen Porree, ein paar Möhren, zum Schluss ein bisschen Petersilie. Des Weiteren brauchen wir dann jetzt hier noch ein bisschen Gemüsebrühe. Da habe ich hier so 2 Gläschen. Ein schönes, intensives und geschmacksvolles Knoblauch-Chiliöl. Da braten wir nämlich nachher alles schön an drinne. Wir brauchen für die Gewürze noch mal ein paar Chiliflocken, ein bisschen geräuchertes Paprikapulver, frisch gestoßener schwarzer Pfeffer, etwas Salz. Oh, jetzt ist schon meine Haut vom Speck verabschiedet. Und wir brauchen, wenn wir noch ein bisschen Flüssigkeit brauchen, auch ein bisschen Wasser. Ja, dann brauchen wir noch ein paar Küchenutensilien, Messer, Schüssel. Ich werde natürlich heute wieder mit dem Messer von Wolfgangs Classics arbeiten. Das ist wirklich ein sehr angenehmes Küchenmesser. Mit dem lässt es sich wirklich super arbeiten. Und zum Schluss natürlich noch eine Tasse Kaffee. Grüße gehen raus an Dirk. Prost. Tja, ich werde mich dann jetzt mal an die Arbeit machen und werde jetzt alles mal ein bisschen zerschnippeln. Wir brauchen ja die Kartoffeln geschält, wir brauchen die Möhren geschält, den Knollensellerie, Petersilienwurzel, die Mettwürstchen, die werden wir uns in schöne Stücke schneiden, den Bacon werden wir uns in Stücke schneiden und dann werden wir nach und nach alles schön scharf einmal kurz anbraten und zum Schluss lassen wir das Ganze noch eine gewisse Zeit schön vor sich hin köcheln. Dann garnieren wir noch den Rest mit ein bisschen Petersilie und dann können wir schon essen. Ich würde sagen, mit dem nächsten Schnitt bin ich dann hier auch schon fertig mit dem Rumgeschnippel. Bis gleich. Ja, fertig mit Schnippeln. Wir haben unsere Mettwürstchen in schöne kleine Ringe geschnitten. Der Koch darf immer mal kosten. Wir haben den Bacon in kleine Ringe geschnitten. Wir haben unsere Kartoffelchen geschält und in kleine Würfel geschnitten. Unser Wurzelgemüse. Staudensellerie, Möhren, Knoblauch, was hatte ich noch? Petersilienwurzel, auch in schöne kleine Stückchen geschnitten. Wir haben unsere Zwiebelchen fertig geschnitten. Ja, würde ich mal sagen, der Dutch Oven, der ist schon auf dem Grill, der ist schon heiß. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach schon mal damit an, dass wir jetzt unsere geräucherten Mettwürstchen jetzt erstmal schön kross und scharf anbraten. Wer sich jetzt fragt, was ich hier mit diesen Abschnitten mache, von dem geschälten Gemüse, die haue ich mir jetzt tatsächlich gleich noch schön in einen Topf mit Wasser. Und daraus koche ich mir jetzt noch eine kleine eigene Gemüsesuppe. So, wir gehen jetzt aber an den Grill und wir legen los. Der Dutch Oven ist jetzt schön heiß. Und da werden wir jetzt erstmal von unserem Chili-Knoblauchöl eine Kleinigkeit reinmachen.
Und dann kommen auch erstmal gleich unsere Mettwürstchen rein. Und die braten uns jetzt einfach erstmal kurz ein paar Minütchen an. So, das geht alles relativ zügig. Nach 3-4 Minuten geben wir dann jetzt auch noch unseren Schnippelbacon mit bei. Zack. Und unsere Zwiebeln. Und braten das Ganze dann jetzt nochmal ein bisschen an. So, dann nach knapp 10 Minuten sieht das Ganze dann jetzt so aus. Sehr appetitlich und das riecht schon richtig geil. Und jetzt nehmen wir uns das Ganze wieder raus. So, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, hier ist noch ein Stück Brot dabei und Papa ist schon glücklich. Aber das wollen wir nicht. Wir machen uns ja eine leckere Kartoffelsuppe und dafür geben wir nämlich jetzt unser geschnittenes und gewaschenes Gemüse in den Ofen. Und rösten uns das jetzt ebenfalls ein paar Minuten noch schön an. Ja, wenn unser Wurzelgemüse dann so schön Farbe angenommen hat wie hier, dann reicht uns das auch schon. Denn dann gießen wir das Ganze mit unserem Gemüsefond auf. So. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal eine Viertelstunde, 20 Minuten schön köcheln. Deckel drauf. Und warten. Ja, unser Wurzelgemüse konnte dann jetzt so gute 15 bis 20 Minuten schön leise vor sich hin köcheln. Als nächstes werden wir dann eben halt unsere geputzten, geschälten, gewaschenen Kartoffelstückchen noch mit beigeben und auch die lassen wir dann jetzt erstmal die nächsten 15 Minuten schön vor sich hinköcheln. In der Zwischenzeit habe ich ja ein bisschen Freilauf, werde ich mich schon mal um den Bund Blumen hier kümmern, um die Petersilie und werde die schon mal zupfen und hacken, dass wir die dann zum Schluss eben halt noch mit beigeben können. Ja, und dann sind wir ja schon fast am Ende und dann freue ich mich auch schon aufs Kostali. Hab Hunger. So, dann geben wir unsere Kartoffeln mal bei. Und jetzt sehen wir schon, haben tatsächlich ein bisschen wenig Flüssigkeit. Aber kein Problem, dann geben wir hier einfach noch mal einen halben Liter nach. So. Deckel wieder drauf. Und weiter kochen. Ja nun, die Zeit für die Kartoffeln sind auch rum. 20 Minuten haben jetzt die Kartoffeln in dem Dutch Oven schön vor sich hinköcheln dürfen. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir uns den Dutch Oven mal runter vom Grill, stellen uns den mal hier auf den Tisch. Dann werden wir uns die Kartoffelsuppe schon mal ein bisschen vorab schmecken. Und dann mit einem Kartoffelstampfgerät werden wir uns das ganze Zeug mal ein bisschen klein stampfen. Dann kommt unsere geräucherte Mettwurst wieder mit bei, mit den Zwiebeln mit bei. Und dann geht das Ganze wieder auf den Grill, nochmal so für 20, 30, ich denke mal eher 30 Minuten. Und dann wird noch final abgeschmeckt und dann können wir schon kosten. So, hier ist das gute Stück. Lüften wir mal. Boah, herrlich. Das riecht echt schon klasse. So, dann werden wir mal vorab würzen und zwar mit ein wenig Pfeffer. So, dann mit ein wenig geräucherten Paprikapulver. So, und wer es mag, mit ein paar Chiliflocken. Wer es nicht mag, der lässt einfach weg. Zack.
Ganz einmal durchrühren. Flüssigkeit ist noch gut vorhanden. Gucken, wie weich die Kartoffeln sind. Ja, die Kartoffeln sind auch schon gut weich geworden. So. Jetzt kommt der Stampfgerät. Und jetzt werden wir uns das Ganze mal ein bisschen grob zurechtstampfen. So, jetzt habe ich das Ganze ein bisschen grob gestampft. Es macht nichts aus, wenn man die einzelnen Komponenten noch erkennen kann. Jetzt kommen unsere Mettwürstchen und die Zwiebeln wieder ins Spiel. Die kommen jetzt noch mit rein. So. Verrühren das Ganze einmal ein bisschen. Durch das Stampfen sehe ich jetzt gerade, dass die Konsistenz jetzt dann doch ziemlich zugenommen hat. Da nehme ich mir jetzt einfach noch mal ein bisschen Wasser. Gieße noch mal vorsichtig was nach. So. Und jetzt kommt das Ganze wieder auf den Grill. Und da lassen wir es jetzt noch mal ganz in Ruhe schön 30 Minuten. Wenn es 45 Minuten sind, ist auch nicht schlimm. Lassen wir es jetzt einfach noch mal ein bisschen vor sich hin köcheln. So, nur denn, wir haben es geschafft. Nach jetzt gut 50 Minuten nochmaliger Kochzeit ist unsere Kartoffelsuppe jetzt fertig. Jetzt nehmen wir sie, fahren wir vom Grill. Und dann werden wir sie mal ein bisschen mit Petersilie verfeinern und dann können wir kosten. So, hier ist unser gutes Stück. Kann man mal schön umrühren. Sehr geil. Im Laufe der Kochzeit von den 50 Minuten nochmal habe ich noch gut einen halben Liter Flüssigkeit nochmal mit zugegeben. Und jetzt werden wir mal die Petersilie mit beigeben. Nicht alles, dann haben wir nachher für die Schüssel auch noch ein bisschen was. Und dann werden wir sie mal gleich abschmecken. Ob wir noch irgendwie Salz, Pfeffer, Paprika oder Chili brauchen. Von jedem kannst du noch ein bisschen gebrauchen. Muss ich mich beeilen, mein lieber Nachbar, der macht jetzt seinen Rasen. Ein bisschen Salz auch noch ran. Mit dem Salz sind wir ein bisschen vorsichtig, denn wir haben hier die sehr geschmacksintensiven Mettend drinne und auch Bacon oder Speck. Und ich würde mal sagen, in der Zwischenzeit, wie jetzt hier nochmal die Gewürze nochmal ein bisschen nachziehen können, hole ich euch mal ran und zeige euch mal, wie es jetzt hier im Topf aussieht. Ja, und so schaut meine Kartoffelsuppe 2.0 aus dem Dutch Oven aus. Sehr cremig, gut stückig. Und jetzt wird gekostet. Dann würde ich mal sagen, nicht lange schnacken. Wir haben uns mal gleich eine schöne Portion in unsere Schüssel packen. Bisschen frische Petersilie noch drüber. Und jetzt probieren wir mal. So, jetzt noch normal. Der Wolfgang ist gerade mit seinem Rasentrimmer hier ziemlich nah rangekommen. Hättet ihr mich beinahe gar nicht mehr gehört. Dann habe ich gesagt, komm, ich mache einen Schnitt. Und macht das jetzt normal. Also die Kartoffelsuppe ist wirklich sehr lecker. Die ist super cremig. Mega im Geschmack. Die Mettwurst
der Bacon oder der Speck, das Wurzelgemüse, ey, klasse. Kann ich euch nur empfehlen, macht das mal nach. Und ich denke mal, morgen schmeckt die sogar noch mal einen Tacken besser. Eintöpfe, Suppen schmecken am nächsten Tag sowieso immer noch mal besser. Tja, ich würde mal sagen, ich bin jetzt am Ende meines kleinen Videos angekommen. Wenn es dir, euch gefallen hat, dann zeigt es mir durch Daumen nach oben. Wohlwollende Kommentare sind immer gerne gelesen. Ich versuche sie auch immer alle zu beantworten. Hier unten ist mein Abonnier-Button, da kannst du draufklicken, meinen Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Daneben ist noch so eine Glocke, da kannst du auch draufklicken, weil ihr wisst ja, nur wer die Glocke aktiviert, der wird automatisch informiert, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Ja, ich würde sagen, ich schraube mir jetzt hier noch ein leckeres Schüsselchen Kartoffelsuppe rein. Ich bin für heute raus. Tschüss, ciao, euer Sören von Nukistaner Barbecue. Ciao. Die ist wirklich lecker. Die ist wirklich gut. Und für euch heißt es jetzt abschalten. Tschüss.